Hallo, hier ist wieder Pamela von pamelop.de. Ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Advent und ich habe in den letzten Tagen und Wochen mal so ein bisschen für euch mitgefilmt, weil ich das letztes Jahr ganz schön fand, diese Aktion, dass ich versucht habe, an jedem Adventssonntag ein Video für euch hochzuladen und das möchte ich in diesem Jahr wieder probieren. Ich zeige euch einfach heute mal, wie ich meine Rinderrouladen mache. Ich habe dazu Rouladen vom Schlachter geholt. Die habe ich kalt abgespült und trocken getupft und dann tue ich mir die mal auf so ein großes Brettchen. Und dann werden die erstmal mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und zwar nur von der einen Seite, weil durch das Aufwickeln kommt das sowieso überall dran. Dann habe ich hier Senf, mittelscharf. Und da kommt so je ein Teelöffel voll auf eine Roulade. Und das verstreiche ich einfach mit einem stumpfen Messer. Dann habe ich hier noch gehackte Zwiebeln. Da tue ich auch so, also es ist Gemüsezwiebel, die ist nicht so scharf, deshalb so einen guten Esslöffel voll auf die Rouladen. Und auch die verteile ich wieder mit dem Messer. Dann habe ich hier noch vorbereitet, so Frühstücksspeck-Bacon-Streifen. Da gebe ich auch auf jede Roulade, je nach Geschmack und Größe, so ein bis zwei kann man da drauf tun. Also ich nehme jetzt zwei, weil die Rouladen auch ein bisschen klein sind, dann hat es gleich noch ein bisschen mehr Fleisch. Gut. So, jetzt aber habe ich hier vorbereitet so Gemüsestreifen und zwar eingelegte Gurken und Möhren. Und da tue ich auch hier ein Möhrchen und zwei Gürkchen auf die Roulade. Und zwar auf die auf das Ende, wo was nachher innen sein soll. Ich glaube, ich habe jetzt hier das hier bei der Roulade, das ist egal. Manchmal sind die von einer Seite nicht so schön. So, dann falte ich das nur noch so nach innen und rolle das so ein bisschen kräftig auf. Jetzt ist die im Grunde schon fertig. Und dann tue ich die Roulade nur noch in so eine Backofen. Geeignete Kasserolle, ohne Binden, ohne Knoten. Das Rezept dafür habe ich euch schon mal vor einigen Jahren im Pamelope-Blog aufgeschrieben. Bloß, dass ich da den Schinken vergessen hatte und habe ihn deshalb später als Schinkenwürfel noch so mit in die Kasserolle gegeben. Auch das geht natürlich. Im Prinzip mit jeder beliebigen Zutat, die man vergessen hat. Hier habe ich jetzt leider nicht so eine schöne Seite außen gehabt, da habe ich nicht drauf geachtet. Bei der nächsten schaue ich da ein bisschen genauer drauf. So, und jetzt wickele ich die anderen auch noch und dann nehme ich euch noch mal mit, wenn es ans Backen geht. Beziehungsweise eigentlich kann ich euch mal unten im... Ich verlinke euch dann einfach das Rezept aus dem Pamelope-Blog einfach noch mal hier unten in der Infobox. Da könnt ihr noch mal genau nachschauen, was ihr benötigt und wie das Ganze im Backofen ohne Anbraten gegart wird. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit. So, zu den Rouladen gibt es Rotkohl. Und
Ich zeige euch jetzt mal so meine Tricks, wie man Gläser aufkriegt, die nicht so richtig aufgehen will. Ich habe hier nämlich jetzt so einen Experten. Und zwar ist eine Möglichkeit, hier unten mal kräftig drauf zu hauen. Manchmal geht es dann auf. Zack. Und tatsächlich, hier hilft das. Wenn das gar nicht hilft, habe ich hier noch so ein Gummiläppchen. Damit kriegt man halt auch, hat man viel mehr Grip und kriegt den Deckel noch weiter auf. Und wenn das auch nicht hilft, dann benutze ich hier so ein Dorn. Das hat man früher zum Dosenmilch aufpricken genommen. Und wenn man dann hier so auf den Deckel drauf hat, ich mache das jetzt nicht, weil ich das manchmal noch benutze, diese Gläser, und hier ein Loch reinschlägt, einfach damit einmal so, dann kriegt man fast immer das Glas auf. Also das habe ich im Grunde erst ein- oder zweimal erlebt, dass ich den Deckel dann gar nicht aufbekommen habe von irgendwas. Neulich hatte ich Oliven, da ging es dann gar nicht. Da habe ich dann mit diesen Dornen einfach so, wie die Kinder, wenn die im Kindergarten geprickelt haben, das aufgeprickelt, habe das hochgebogen und habe dann die Oliven aus dem Glas rausgekippt. Aber das sind absolute Ausnahmen. Ich habe in diesem Jahr hier erstmals so einen künstlichen Weihnachtsbaum als Deko anstelle des Adventskranzes, der da sonst immer hängt, die Herbstdeko ist noch nicht ganz verschwunden, also ich bin noch so ein bisschen am Umdekorieren. Da hinten steht schon mein riesiger Adventskalender von Brand News. Hier habe ich einen ebenso riesigen Adventskalender von Degustabox. Ja, auch hier noch ein Rest Herbstdeko auf dem Kamin. Und der Socken-Adventskalender, der hängt schon. Da haben aber auch die Kinder so ein bisschen drauf gedrängt, dass wir den doch jetzt endlich hinhängen mögen. Und den möchte ich jetzt ein bisschen befüllen. Ja, da kommen unter anderem hier so Socken rein. Die muss ich nur noch auseinanderschneiden. Das ist so ein Running Gag von den Kindern in diesem Herbst gewesen. Socken im Socken-Adventskalender. Und ja, deshalb lasse ich mir das nicht nehmen und tue da auch spaßeshalber ein paar Socken mit hinein. Und dann habe ich jetzt noch so Cornflakes-Variation. Ich denke, das passt auch ganz nett in den Adventskalender hinein. Mal gucken, ob ich es reinkriege. Und dann habe ich hier noch diese Manna-Waffeln, auch aus der Winterzauberbox. Die würde ich am liebsten selbst essen, aber ich brauche Füllung für die Adventskalender. War der halt richtig wichtig, weil es jetzt irgendwie so Ende November und Dezember so richtig dunkel ist. Im Januar wird es ja schon fast wieder ein bisschen heller. Also deshalb gab es das Weihnachtsgeschenk mal ausnahmsweise schon ein paar Wochen vor Weihnachten. Tausend Wochen. Ja,
Ja, wir sind es nicht mehr, ne? Ich glaube 6 oder so oder 5. Bei diesem Mr. Watson finde ich eigentlich ganz cool. Mal an, damit wir mal sehen, wie der leuchtet. Ich mache den jetzt hier an. Ja. Dann leuchtet der eigentlich so gelb. Ich finde die Mr. Watson-Lampe auch einfach so richtig, naja, Schreibtisch und Schul geeignet, weil... Ja, du kannst ja mal ein Schulbuch mal ausleihen. Es hat jetzt zwar noch einen sommerlichen Umschlag, aber zum Zeigen, ne, also das kann man tada halt auch als Buchstütze nehmen. Das ist jetzt ein bisschen riesig, das Buch, ne? Wenn man zum Beispiel auch eine Steckdose neben dem Bett hat, was man eigentlich nicht haben sollte, aber ich würde es schon gerne haben, da könnte man zum Beispiel den Mr. Watson, wenn man abends noch so ein Buch lesen möchte, könnte man den sich auf den Bauch stellen und dann könnte man... Nein, man stellt sich ja keine Lampe auf den Bauch, ne? Also das ist wirklich schon für den Schreibtisch gemacht, dass man da... ist ja keine Leselampe auch nicht. Das scheint ja jetzt nicht runter aufs Buch, ne? Aber so, es ist halt so ein bisschen mehr zweckmäßig, ne? Man kann den als Buchständer und als Lampe benutzen. Und ich glaube, man kann den auch auf die Tischkante setzen. Ne? Da muss man aber schon sehr ausbalancieren, dass der nicht runterknallt. Ah, und heute dürfen wir den auch schon öffnen, denn dieser Adventskalender startet nicht am 1. Dezember, sondern schon am 29. November und damit heute am 1. Advent. Und das öffne ich jetzt mit euch mal, was im Brand News Adventskalender das erste Türchen für uns hat. Und ich freue mich jetzt schon, das weiß ich nämlich, dass ich das unheimlich gern mag, die Glücksmarmelade. Hier, Glück passiert aus Holunder. Prima, fängt ja gut an. Ich bin gespannt, was morgen drin ist. So, das war's dann auch schon für heute. Habt noch einen schönen Abend und eine schöne erste Adventswoche. Und mit etwas Glück sehen wir uns dann auch nächstes Wochenende zum zweiten Advent wieder. Tschüss!